We failed. Good. This is going better than expected. Crystal, guide you. Die ziehen direkt gegen Ivan. Ich will aber noch gar nicht gegen Ivan ziehen eigentlich. Lass mal vom Hauptlager bei uns ausziehen. Die sollen ruhig mal alles erobern hier. Die in Ivan stationierten Truppen sind sehr stark, Cooper. Ein Frontalangriff ist keine gute Idee, Cooper. Ob ein Angriff aus dem Rücken möglich ist, Cooper? Sehen wir nach, Cooper. Natürlich ist ein Angriff möglich. Wir müssen das vierte und fünfte Lager bloß einnehmen. Und genau das machen wir jetzt auch. Zack. Gehen wir gleich mal hier ran. Und schicken die direkt aufs fünfte Lager am besten. Das vierte liegt ja im Prinzip auf dem Weg. Die nehmen wir dann gleich mit. So, die Enra-Einheit hier, die hält gut die Stellung. Aber wir helfen dann doch mal ein bisschen aus. Süßer Versuch, mich anzugreifen. Macht wahnsinnig viel Schaden. So. Wie sieht's denn aus, Leute? Hallo? Zieht ihr jetzt doch gleich an mir vorbei? Nee. Okay, ich dachte grad schon. So, wir schalten gleich mal die Kolossi aus hier. Nicht, dass die auch noch kommen. Jawohl. Das vierte Lager ist unser Cooper. Auf zum fünften Lager. Gut, auch das sollte machbar sein. Ich glaube, der Kampf ist so unglaublich viel härter, wenn man auf dem Level ungefähr ist und gegen die Kolossi halt wirklich zu tun hat dann. Ist bei uns aber nun mal einfach nicht der Fall. So. Ah, müsst ihr die Truppen dann immer kaputt machen wieder? Immerhin, die Enra-Einheit, die deckt immer auch wirklich den Rückraum ab, genau an dem Lager, an dem man gerade steht, ne? Das ist echt gut. Ich schau schon mal drauf, falls wieder eine Kolossus-Einheit rauskommt, aber ich glaube, jetzt hat sich's erledigt. Jetzt haben wir's. Ah, Enra kämpft auch mit. Und die werden auch nicht angegriffen, interessanterweise. Gut. Das haben wir. Ich zieh schon weiter. Jetzt bleibt nur noch Ivan. Kommt schon. Einmal kurz den Kolossus ausgeschalten. Muss er eigentlich bloß hier stehen und draufhauen, bis die Einheiten nachrücken und dann sollte die Sache ja klar gehen und soweit. Enra ist auch schon da. Schön. Stellt sich direkt neben der Stadt auf. Wunderbar. So, jetzt geht's los. Von beiden Seiten eingekesselt, schön in die Zange genommen. So stelle ich mir das doch vor. Wunderbar. Die Einheiten hauen drauf. Ich hoffe, ihr habt gut was an Feuerkraft dabei. Irgendwie zieht es momentan noch nicht so viel ab, ne? Ah, mein eigener Angriff macht ja keinen Schaden, leider. So, ich würde gerne irgendwas machen. Ich kann aber nicht. Von mir gibt es keine Unterstützung hier dabei, leider. Ist natürlich mies, dass das Leben der Stadt sich wieder regeneriert, ne? Weiß gar nicht, ob ich hier irgendwas machen kann jetzt gerade. Ich wüsste jedenfalls nicht was. Die greifen aber irgendwie auch nicht so richtig an, habe ich das Gefühl. Und wenn, dann machen sie nicht viel Schaden. Moment mal, kann ich denn hier nicht irgendwie noch unterstützend wirken? Ich meine, an der Stadt selber kann ich ja sowieso nichts tun. Nur mal kurz schauen. Weiterhin Lava-Einheit und Donner-Einheit? Nee. Gut, ist alles schon auf Ivan ausgerichtet. Dann können wir uns nur hinstellen und warten. Was willst du machen? Ganz mühsam arbeiten sie sich vor.
Ich hoffe, der Schild fällt bald. Okay, jetzt haben wir mal wieder eine halbwegs vernünftige Labereinheit, wie es scheint. Die machen auch mal ein bisschen Schaden. Kommt schon. Haut drauf, Mensch. Nicht stehen und warten. Das zieht sich. Und geht halt auch nicht wirklich vorwärts. Ich fände es sehr schön, wenn die einfach mal pausieren und dann gesammelt angreifen würden. Das wäre cool. Okay, die Lava-Einheit ist ein bisschen erfahrener, wie es scheint hier. Hält aber auch nicht so lange durch, ne? Leider. Jetzt kommen sie mal ein bisschen. Jetzt kesseln sie endlich mal ein bisschen ein, aber das hält nicht lange an. Kommt, wenigstens mal die erste Runde da abziehen. Die erste Leiste mal. Jawoll, endlich. Der Ball fällt. Oh, sieh mal an. Unser Freund ist wieder da. Na komm. Oberst, leg dich mit mir an. Die Enra-Einheit lenkt für uns den Flugmech ab, Cooper. Hoffentlich geht das gut. Wir können ihn auch einfach mal kaputt hauen. Kein Problem. Mal sehen, ob das Zusatzpunkte gibt. Wir gehen nicht wirklich ein Risiko damit ein, wenn wir hier draufhauen auf das Ding. Auch wenn er halt schon ein bisschen Schaden macht, aber ich glaube, das sollte verkraftbar sein. Jawohl, der Flugmech hat sich zurückgezogen. Die Enra-Einheit ist in Sicherheit. Stürmen wir den Laden. Ab geht's. Class Zero. Commencing maneuvers. Jetzt sind wir im Geschäft. Wunderbar. Ivan sieht erstaunlich ähnlich wie die Togoroth-Festung aus. Haben wir endlich. Sehr gut. Hat ja gedauert. Na? Wunderbar. Gut, ziehen wir weiter. Da ist er schon wieder, Kupo. Ach, na sieh mal an. Der will es aber auch wissen, der Oberst, ne? Es wäre schön, wenn es endlich mal das Ende wäre. Er ist natürlich schon wieder entkommen. Überlasst ihn fürs Erste unseren Truppen und kümmert euch um den imperialen Gefehlshaber, Cooper. Wie sieht's ja eigentlich aus? Ach, es sind nicht sehr viele Karten, sehe ich gerade. So. Gut, deine Animation wäre natürlich auch noch gern. Weiter geht's im Text. One-Hit-Kills, das ist so geil. Ein Traum, ein Traum. Wie ich mich hier durchmetzeln kann. Es ist eigentlich schon ein bisschen unfair mit dem hohen Level. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch erarbeitet, das Level, ne? Also, es ist ja nicht so, als wäre mir das in den Schoß gefallen, sondern ich habe es ja auch hart erarbeitet. Durch viel, viel Training und Wiederholen von Missionen. Gut, weiter geht's. Double Kill. So. Ah ne, ist doch noch nicht so weit. Wir sind immer noch am Außenring. Aber sieht schon ganz scharf nach Eindringen in die Festung aus jetzt. Gut, weiter geht's. So, kommt denn der Kollege nochmal? Die Kommandozentrale ist doch eigentlich ein Innenbereich, oder? Schauen wir es uns mal an. Auf jeden Fall sollte es jetzt zum Finale kommen. Hallo, Freunde. Gut. Ich sehe überhaupt nichts gerade. Schauen wir mal. Na, nee, das mache ich mal nicht mit der Spezial, oder? Weil das Problem ist, ich lande einfach zu viele Treffer, um solche Sachen mit Anzahl von erfolgreichen Treffern zu machen.
mache einfach viel zu viel Schaden und damit lande ich nicht viele Treffer. Weil es einfach schnell umfallen, die Leute. Fällt dir ein! So, Herr Oberstleutnant. Das war's für dich. Order ausgeführt. Damit haben wir die gesamte Ostregion eingenommen. Zurück zur Akademie, Kupo. Jetzt wird gefeiert. Schön. No reinforcements. It's all over. Die Bilanz. Benötigte Zeit A, erfüllte Orders A, Anzahl der KOs A. Wir haben ein S bekommen. Das war jetzt aber auch irgendwie zu erwarten bei dem Level, das wir haben. Wunderbar. Und 21.000 Gil als Teilnahmebelohnung. Das nenne ich zünftig. Schön. Magie aktualisiert. Eis FLT freigeschaltet. Und ein Goldreif für uns. Für den S-Rang eine Kristallkugel. Ich freue mich. So, dann wollen wir doch mal kurz speichern. Wir bleiben im 5. Kapitel weiter in der Geschichte. Ne, wir repatriieren noch nicht. Ich schaue mir erstmal ganz kurz. Ivan kann ich nicht betreten? Ich hätte gedacht. Gut, wenn wir Ivan nicht betreten können. Oh, hallo, mein Kleiner. Das ist aber ein Geschenk hier. Dann nehmen wir noch kurz den Chocobo mit. Oder die Chocoboline. Was ist denn eigentlich das hier für ein lustiger Turm in der Mitte? Das kann mir auch keiner so richtig erklären, oder? So, auch diese Chocoboline nehme ich noch gerne mit, wenn ich sie denn kriege. Was ich natürlich nicht tue. So, und dann wollen wir natürlich repatriieren gleich. So. Wildliches Gemetzel, hier gibt es offenbar viel wegzuklatschen. Gut. 1A, haben wir es geschafft. Habe jetzt auch nicht mit großer Gegenwehr gerechnet. Komm her, Chocobo. Geht doch, geht doch. Wieder ein männlicher Chocobo mal. So, müssen wir bloß mal kurz schauen, wo sind wir denn hier eigentlich? Ich finde mich gerade gar nicht so richtig zurecht. Wir sind jetzt schon bei Ibon, ne? Hinten die Stadt müsste es theoretisch noch geben. Aber egal, ich verzichte mal drauf, jetzt da noch hinzurennen. Wir repatriieren mal und schauen mal, was es in der Akademie Neues gibt. I'm late, I'm late. I'm sorry. Am I the last one? No, there's... I'm so sorry. I'm late. Hmm? You're never late, Remsky. Did you oversleep? Yeah. Hmm? Where's Machina? He hasn't gotten here yet. Yeah! Maki's late again? What's up with him lately? It's time. Let's get started. To defend against the joint Militessi-Concordian invasion, Rubrum's entire force will be divided into two groups. All cadets and trainees will take part in this operation. The trainees too? Sounds like if they don't, it won't be much of a contest. You and the other cadets are to engage Concordia's fleet of dragons on the Eastern Front using airships. In this operation, you will be assisted by Lord Shuyu. He should help even the odds. A lessee taking part? Hey! Isn't that focusing too much of our manpower on Concordia? What are you gonna do about the Militessi front? The Rubrum Army's main force will form a wall along the Militessi border. And a select unit of cadets, adeptive magic, will engage the Imperial forces. I will personally be joining this fight. Out in the field? That means that they're really getting desperate out there. Except, that's still not going to be enough. You have something up your sleeve? We have a plan. Lady Setsuna will summon the verboten Eidolon, and my unit will assist her.
You mean Tula Caesar in this fight? Huh. Something up his sleeve, all right. They're finally taking this seriously. Yeah. But what are these verboten Eidolons, anyway? They're Eidolons no mortal can control. Kept under wraps by the Sorcery Division. So hazardous is the very act of summoning such Eidolons. It can only be performed by the likes of Alessie. This is Rubrum's last resort. In fact, everything depends on this one battle. There's still time before your mission commences. Take your time to fully prepare, but be aware that you are not authorized to leave Academia for long. May the grace of the crystal be with all of us. Wow, das klingt nach einer Schlacht. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Ein neuer Eintrag wurde freigeschaltet. Machina hat die Gruppe verlassen. Na, sieh mal an. Ihr übertrefft alle unsere Erwartungen. Noch 4 Tage und 12 Stunden bis zur nächsten Mission. Wieder viel Zeit für uns. Die nächste Mission bewältigt ihr bestimmt. Empfohlene Stufe 29. Ja, das sollte gerade so drin sein. Ich werde mal ganz kurz schauen. Steht hier jemand? Nee. Ich werde mal ganz kurz schauen, ob es wieder ein neues Video gibt, wenn wir in die Kommandozentrale gehen. Ansonsten werde ich an der Stelle mal die Aufnahme beenden. Dadurch, dass ich die eine Feldmission so oft gemacht habe, also 3-mal, und sie sich so in die Länge gezogen hat, ist es wahrscheinlich am besten, also weil ich habe jetzt schon wirklich lange aufgenommen dadurch, auch wenn man es so nicht merkt. So, wen möchtest du denn gern? Die Luftschiffe an der konkordischen Front werden mit unserer neuesten Waffe, der Mana Gatling, ausgerüstet. Es handelt sich dabei um eine magische Schnellfeuerwaffe mit hoher Reichweite, mit der die Gegner vom Deck der Luftschiffe aus angegriffen werden können. Okay. Damit haben wir eine starke Waffe gegen Concordia in der Hand. Klingt so. Okay, ich dachte, du hättest irgendwie ein Ausrufezeichen für irgendeinen bestimmten Charakter bloß. Aber nee, doch nicht. What's up? Dieses Mal stehen wir echt mit dem Rücken zur Wand. Aber in solchen Zeiten blühe ich erst richtig auf. Na, wenn du meinst. So, was gibt's denn, kleiner Mock? Klasse 2 ist die Klasse mit der höchsten Zahl an Feldeinsätzen, Kupo. Daher haben wir aber auch eine hohe Verlustrate an Kadetten, Kupo. Das weiß ich doch. Hat er mir doch schon mal erzählt. Natürlich wird die Vorhut als erstes ins Feld geschickt und verliert dadurch viele Kämpfer, Kupo. Dadurch kommen immer wieder neue Kadetten in meine Klasse. Ohne viel Erfahrung sammeln zu können, werden diese sehr schnell auf Einsätze geschickt und haben kaum eine Chance zu überleben. Nett. Das ist wirklich ein Teufelskreis, aber dagegen kann man wohl nichts machen, Kupo. Ja doch, man könnte ein bisschen ausgeglichen die Vorhut schicken, also auch mal eine andere Klasse einfach. Na gut, wir haben Erkennungsmarken, die würde ich gerne abgeben. Kupo? Bist du hier, um Erkennungsmarken zu geben, Kupo? Ja! Hast du etwa Erkennungsmarken für mich, Kupo? Wie viele denn? Oh, 9, Kupo. Vielen Dank, Kupo. Hier ist ein Zeichen meines Dankes, Kupo. Einen Heiltrank erhalten. Leck mich doch. Ha. Mehr nicht. Ich hätte mir irgendwie schon ein bisschen mehr erhofft, muss ich zugeben. Na gut, wir schauen nochmal kurz hier drüben mit rein. Da ist nichts. Ah, du mal wieder. Ach nee, der hat man noch nicht, Hiragi. Ist gar nicht der, den ich dachte. Möchtest du etwas über die Bahamut-Einheit wissen? Ja, bitte. Für die nächste Mission bin ich der Bahamut-Einheit zugeteilt. Die Bahamut-Einheit. Unsere Mission ist einzig und allein die Beschwörung der Esper Bahamut. Damit werden wir in den sicheren Tod geschickt. Aber ich habe mich sogar freiwillig gemeldet. Warum? Weil sich mein bester Freund auch gemeldet hat. Wenn der beste Freund sich entschließt, sein Leben für den Schutz Rubrums zu lassen, kann ich mich da wohl kaum raushalten. Also werde ich das als Mitglied der Bahamut-Einheit auf der großen Brücke bis zum bitteren Ende kämpfen. Hart! Heftig, wenn du schon vorher weißt, dass du nicht aus dem Kampf zurückkommen wirst. Auf keinen Fall zurückkommen wirst. Hey Duda, klasse Timing. Ich habe eine Bitte, aber du musst unter uns bleiben. Nimm 3 imperiale Soldaten für den Nachrichtendienst gefangen. In der Meroe-Region? Aha. Nee. Ja, ich weiß, dass das jemand übernehmen muss, aber das werde nicht ich sein. Gut, ich denke, wir werden dann damit auch mal die Aufnahme beenden. Und schauen uns ja beim nächsten Mal noch ein bisschen um, ob wir noch irgendwelche tollen Gespräche haben, die wir uns anhören können. Machina ist also weg. Vielleicht ist das aber auch... Es muss nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? Wenn man bedenkt, Machina
hat er einen Auftrag gekriegt, eigentlich in unserer Nähe zu bleiben, um uns auszuspionieren. Und er hat sich dazu entschlossen, nicht aufzutauchen. Klingt ja eigentlich so, als ob er bewusst gegen den Stabschef und die andere Tante, der im Rang nicht vergessen hat, arbeitet. Und gegen den Dekan auch arbeitet. Und einfach nicht den Auftrag erfüllt, den er machen soll. Wäre ja eigentlich für uns gar nicht so schlecht. Vielleicht hat er doch so ein kleines bisschen an Loyalität noch für uns übrig. Wir schauen uns jedenfalls beim nächsten Mal dann hier noch ein bisschen um, bereiten uns auf die Mission vor. Und hey, geht's noch? Räppel mich mal nicht an hier, du Stück. Und dann werden wir schauen, wie diese gewaltige Schlacht denn so vonstatten gehen wird. Da bin ich doch... Hör doch mal auf, mich hier anzumoppeln, Mensch. Doofer Mogri. Da bin ich doch mal sehr gespannt, wie das aussehen wird. Wenn beide Lassie am Werk sind und Lady Setsuna dann diese Arcane Esper ruft. Ich freue mich irgendwie drauf. Mal gucken, was da für ein episches Gemetzel bei entsteht. Ich erwarte eigentlich nichts anderes. Wir schauen uns das beim nächsten Mal an. Bis dann, macht's gut und haut rein.